die ich auch erfolgreich vorgelesen habe. Und der erste Lauf, das ist die Ladyklasse, Klasse 13. Dort sind alle Tourenwagen erlaubt. Alles, was geht, darf an den Start. Alle Tourenwagen der Klassen 1 bis 6. Das müsste optisch die Kimberly Brinkmann sein, die 181, die in Führung gegangen ist, vor der 377 Lisa Behrens. Und Lisa Behrens auf der Innenbahn jetzt schon neben Kimberly versucht da vorbeizugehen und hat die bessere Linie und geht durch. Also die neue Führende Lisa Behrens vor Kimberly Brinkmann. Dann auf Platz 3 die 185, das ist Leonie Robben vor der 182, Sarah Luttlage. Vorne aber ganz deutlich in Führung. Die beiden haben sich ein wenig abgesetzt, Lisa Behrens und Kimberly Brinkmann. Kimberly Brinkmann bleibt da am Ball. Sehr schnell unterwegs, die Dame. Da darf man sich keinen Fehler erlauben. Leonie Robben mit der 185 bleibt auf 3. Dann kommt der Angriff von der 182. Sarah Luttlage auf der Außenbahn daneben. Reicht es zum Austin-Schoning? Nein. Leonie Robben bleibt da auf Platz 3 vor Sarah Luttlage. Und vorne weiter souverän in Führung Lisa Behrens mit der Startnummer 377. Weiter vor Kimberly Brinkmann und dann haben wir das Dreierfeld, das ist der Kampf um Platz 3. Auf den letzten Metern, kann da noch was passieren? So wie es aussieht, kann da noch was passieren, denn